fangen jetzt schon zum Weinen an. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Schwester. Jetzt bist du unsere Schwester im Islam. Das ist schön. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seit wann bist du gelähmt? Schon von Geburt an. Vom Geburt an. Möge Allah dir die höchste Stufe des Paradieses geben. Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Also, ich wusste schon immer, dass Islam eigentlich das Richtige ist, aber meine Eltern sind total dagegen und sagen natürlich, die Moslems bringen alle um und halt mit Al-Qaida und so. Die sind total dagegen und ich kann auch nicht Kopftuch tragen, ich esse Schweinefleisch, ich mache eigentlich alles, was verboten ist. Aber jetzt ab sofort darfst du kein Schweinefleisch essen und keinen Alkohol trinken. Und inshallah, wenn du anfängst zu beten, inshallah wirst du das Gebet lernen. Und wie gesagt, du kannst auch im Sitzen beten. Dann wirst du dein Leben richtig genießen, inshallah. Ja. Und dann wirst du die innere Ruhe und die Zufriedenheit in deinem Herzen haben. Ich hoffe. Okay, gut. Alles klar. Du bist 18 Jahre alt. Ja, seit 3 Wochen ungefähr 18. Und wie heißt du mit Vorname? Svenja. Ja, S-V-E-N-J-A. Du bist diejenige, die uns ein E-Mail geschickt hat? Nein, ich habe nur heute 3-mal angerufen. Ah ja, weil jemand aus München auch eine E-Mail geschickt hat. Wir sollten ihn anrufen, weil er den Islam annehmen will. Okay, nein, das war ich nicht. Das warst du nicht. Also ich habe nur 3-mal angerufen. Weil ich habe heute mit einem Freund von mir aus der Schule über Islam geredet. Und irgendwie, das war so ein Gefühl, dass ich mir dachte, ich muss jetzt einfach dich anrufen. Und seit wann kennst du die Seite von uns? Alhamdulillah, seit 3 Jahren, weil ich habe vor 3 Jahren ein muslimisches Mädchen kennengelernt, auch von der Schule, und die hat mir dann die Seite gegeben und ich bin fast täglich bei euch auf der Seite. Alhamdulillah, Schwester, Alhamdulillah. Das ist eine große Freude und wir danken Allah, der dich richtig geleitet hat. Und inshallah, alle Muslime, die diese Aufnahme hören, sollten bei Allah Bittgebete machen, dass Allah dir die höchste Stufe des Paradieses geben, inshallah. Und wie fühlst du dich jetzt? Sehr gut, ich weine gerade. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Schwester. Weil ich mir das so lange gewünscht habe und jetzt ist es endlich soweit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Schick mir bitte eine Adresse von einer Freundin von dir, damit ich dir inshallah ein Paket schicken kann. Mit Koranübersetzung, Gebetsbuch und einige nützliche Bücher, inshallah. Okay, ja, ich muss schauen, dass ich eine finden kann, eine Adresse. Oder schick mir bitte deine Telefonnummer. Wenn du möchtest, ich lasse eine Schwester von uns zu dir kommen mit den Büchern und wenn du Hilfe brauchst, dass sie dir inshallah die Unterstützung gibt. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح.